Eure Beziehung ist Geschichte. Aber du willst sie unbedingt zurück. Sie hat dir so viel gegeben. Und überall wird gesagt, du sollst eine Kontaktsperre einleiten. Aber ist das auch die Lösung? Hey, hier ist der Sven von Männlichkeit stärken. Und in diesem Video werde ich dir 4 Gründe nennen, warum die Kontaktsperre wirklich wichtig ist. Und du wirst danach verstehen, warum du das unbedingt machen solltest. Dieses Video baut etwas darauf auf, wie ich im letzten Video die Chancen eingeschätzt habe, dass du sie überhaupt zurückbekommen kannst. Wenn du willst, ich habe dir das Video hier oben verlinkt, schau es dir an. Es gibt dir einen guten Überblick darüber, wie liegen deine Chancen denn überhaupt, sie zurückzubekommen. Es ist ungefähr so, als Wiederholung, du hast 50%, hast du keine Chance, bist am Arsch, tut mir leid. 25%, da wirst du sie auf jeden Fall wieder bekommen, egal was du machst, also auch egal, ob du eine Kontaktsperre einleitest oder nicht. Aber, und das erkläre ich auch gleich, du solltest sie trotzdem unbedingt einleiten. Und 25%, da bist du so in dem Grausektor, in dem Vielleicht-Sektor. Und jetzt lass uns die einzelnen Gründe durchgehen und du wirst ja viel genauer verstehen, was du machen musst, damit du auch Erfolg hast. Grund Nummer 1. Ihr müsst euch weiterentwickeln, um überhaupt eine Chance zu haben. Hier geht es vor allen Dingen um diese 25% des Vielleicht, wo ihr in der Grauzone seid, von wegen, klappt es nochmal oder klappt es nicht nochmal. Und wie es nur noch einmal klappen kann, ist, indem ihr euch beide, oder zumindest du, wenn vor allen Dingen bei dir die Hauptgründe lagen, dich weiterentwickelst. Weil wenn du es schaffst, mit irgendwelchen manipulativen Techniken sie eifersüchtig zu machen, dass ihr wieder zusammenkommt, aber die Ursachen, die tiefen Gründe haben sich nicht geändert, dann werdet ihr euch wieder trennen. Dann bringt ihr die manipulative Technik vielleicht ein kurzes, oh ja, ich habe sie wieder zurück, meine ganze Bedürftigkeit ist wieder da, oh ja. Und dann tut es nur noch stärker weh. Und deswegen, das ist mir so wichtig auch, und deswegen haben wir auch diesen Kurs gemacht, Ex zurück oder für immer vergessen, damit du die Grundlagen, deine Tiefe aufarbeitest, um überhaupt eine Chance zu haben auf eine langfristige Beziehung oder um mitzubekommen und das auch wirklich zu verarbeiten, dass du sie gar nicht zurück willst und dass du sie einfach nur loslassen darfst und dein Herz einer wunderbaren, neuen, tollen Frau oder vielleicht vielen öffnest. Grund Nummer 2. Ihr landet nicht mehr im selben Beziehungschaos. Hier geht es vor allen Dingen um die 25%, wo du machen kannst, was du willst und ihr kommt eh wieder zusammen. Sie will dich eh wieder zurück. Es war eine Trennung aus dem Affekt heraus. Ja, das war nicht wichtig genug. Aber wenn du keine Kontaktsperre einleitest und in dieser Kontaktsperre dich nicht selber mit dir selber konfrontierst, ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr in einer Art On-Off-Beziehung landet, dass die wahren Ursachen für diese Affekthandlung gar nicht bearbeitet wurden und sich nichts verändert hat. Und sie vielleicht wieder darüber nachdenkt, sich zu trennen oder du darüber nachdenkst, dich zu trennen. Und das alles andere ist als eine wunderschöne Beziehung, in die ihr jeden Tag mit einer Freude hineingehen könnt. Das heißt, selbst wenn es eigentlich egal ist, ob du die Kontaktsperre machst oder nicht, weil sie ja eh zu dir zurückkommen wird, selbst dann lohnt sich das, weil du willst keine Beziehung, die so ständig vollgefüllt ist mit Drama oder mit Unsicherheit und oh, und irgendwie so richtig passt es ja doch nicht oder doch. Du willst lieben und Freude haben. Grund Nummer 3, du lässt sie los und vergisst sie. Das ist vor allen Dingen für die 50% der Fälle, die einfach keine Chance mehr haben, wo es keinen Sinn macht. Denn in dieser Kontaktsperre passiert Magie. Du fängst an, dich mit dir selber zu beschäftigen. Du fängst an, genau zu verstehen, was hast du falsch gemacht? Und was willst du in Zukunft nicht noch einmal falsch machen? Du fängst an, dich emotional von ihr zu trennen, deine Bedürftigkeit loszulassen und nicht ständig wie so ein kleiner, netter Junge an ihren Rockzipfel zu hängen und so, oh, bitte nimm mich doch zurück, bitte nimm mich noch zurück. Weil wenn du das jetzt in dieser Trennung bei ihr nicht lernst, dann wirst du mit deiner Nächsten genau in dieselbe Geschichte hineingeraten. Und hey, Fehler kann man machen, das ist total in Ordnung. Ich war früher auch voll der Nice Guy und es gibt viele Männer, die, nachdem sie ihre Männlichkeit, ich drück's mal so aus, entdeckt haben, voll glücklich sind und früher halt aber voll die Nice Guys und Loser waren. Das ist normal, Fehler macht man. Jetzt ist es an der Zeit, da rauszukommen. Grund Nummer 4. Die Kontaktsperre ist das beste Mittel, was es gibt. Weil viele Männer bei der Trennung echt komisches Verhalten an den Tag legen.
Sie sind total bedürftig und sie versuchen, als eine Art neuer bester Freund, möglichst doch nochmal viel Zeit mit ihr zu verbringen. Möglichst doch nochmal durch die gemeinsamen Kinder oder durch gemeinsame Verstrickungen irgendwie sich in die Beziehung zurückzuschleichen. Das ist der tiefe Ausdruck einer Bedürftigkeit und der ekelt Frauen regelrecht an. Und wir bekommen es nicht mit, wie wir durch unseren Glauben, so, oh, wenn ich nur genug Zeit mit ihr verbringe, wenn ich nur genug sie bewache, dass sie ja keinen neuen kennenlernt, dann wird das schon wieder funktionieren. Durch diese Art und Weise machen wir es eher noch kaputt. Und die Kontaktsperre ist das beste Mittel, weil ich habe es dir gesagt, selbst wenn du eh mit ihr wieder zusammenkommst, dann hilft es dir, ein tieferes Fundament zu haben. Und auch für alle anderen Fälle habe ich es dir erklärt. Es ist einfach statistisch gesehen das beste Mittel, die beste Schablone. Ja, vielleicht braucht es jetzt gerade für deine Trennung keine Kontaktsperre, damit ihr danach voll und glücklich weiter zusammenlebt. Das kann schon sein. Aber statistisch gesehen muss ich sagen, bei 95 von 100 Männern ist die Kontaktsperre das ideale Mittel, um sie zurückzubekommen. Und wenn du glaubst, dass du einer dieser wenigen bist, wo du sie nicht brauchst, wo es keinen Sinn macht, gehst du einen sehr riskanten Weg. Und in diesem Sinne, man arbeite an deiner Freiheit, sei frei, sei geil und sei Mann.